Alduin Tori. Wo antit fokria srixejun krusik? Gees halabnir karimir. Fullus ai dovaki. Zu koraf nit null dov doi. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dover nennt. Salognir, Krita Jore. Eine Wimper am Auge. Oh, nicht schön. Moment. So, besser. Ist aber auch verschlungen hier der Weg. Was seid ihr denn für welche? Freund oder Feind? Maik liebt die Leute vom okay. Himmelsrand. Sie Maik, der Lügner. Interessante Dinge. So, das ist wieder so am Weg vorbei. Waldheimer Türme. Okay. Den Weg kennen wir ja. Ein wenig. Aber wenn ich das so sehe, sollte der Junge hier aber auch mal kurz nochmal in Weißlauf schlafen. Da geht nämlich die Mana schon wieder runter. Das ist aber schon ein Zeichen, dass er wieder müde wird. Dann jankt er wieder rum. Dann geht's los auf dem Drachenfriedhof einen Drachen töten. Sehen, was das diesmal für ein Drache ist. Ich weiß, dass es mehr verschiedene Drachen gibt. Die normalen Drachen und dann gibt es auch noch solche wie zum Beispiel den was habe ich beim letzten Mal getötet? Blutdrachen. Und die haben alle verschiedene Eigenschaften. Sind unterschiedlich stark. Aber alles haben sie gemeinsam. Wenn sie sterben, gibt es eine Drachenseele. Und Knochen und Schuppen. Und vielleicht auch ab und zu mal so andere Sachen. Ups. Da drückt er die Windows-Taste. Statt Alt. Hm. Sachen gibt's. Na los. Laufe er etwas schneller, bitte. Moin. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht. Ja, die Dämmerwacht ist wieder da. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja, klar, die Bonbons sind weg. Hi, Schlurfi. Das ist der, der mir immer meine Bonbons klaut. So. Ja, 9 Stunden reichen wohl. Soll reichen. Mal sehen, wie viele Tode ich noch schaffe heute. Ja, ja, ist klar, dass du jetzt hungrig bist. Ich glaube, ich muss was kochen, ne? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Wie geht nämlich mein Essen aus? Nämlich nicht so schön. Geht ja schnell. Zack, zack, zack. Kaninchenkeule auch eine. Lachsbraten auch. Und Wildbret. Na, so. Da wollen wir wieder.
mitten in der Nacht auf Reisen gehen. Die Luft ist kühl. Wenn der Drache atmet, nicht mehr. Dann ist die Luft warm. Sehr warm. So. Richtung Waldheimer Türme. Okay. Das wäre in diese Richtung. So ungefähr. Lauf. Schneller. Hat aber auch keine Ausdauer. Ich hätte ja auch gerne wieder mal ein Pferd, aber... tja. Das letzte ist leider gestorben. Leider. Von einem Bären getötet. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Richtig. Sehe ich vollkommen genauso. So, jetzt aber bitte keine Vampire hier. Muss nämlich nicht sein. Was seid ihr denn für welche? Mit euch werde ich fertig. Ich schätze, die Luft ist rein. Wer bist du? Eine Jägerin, okay. Na den. Ja, die Frostbeule ist schon wieder am Zittern. Kalt, kalt. Soll sich warme Gedanken machen, dann klappt's auch. Aber in der goldenen Rüstung... ist klar. Da friert man. Ist halt Metall, ne? Ab und zu ein paar Pflanzen sammeln. Was ist denn da oben? Ach so, ja, okay. Da ist wieder ein Lager von Riesen. Ja, wenn ich die mal besiegen könnte schon. Aber das werde ich wohl auch bald machen müssen. Immerhin habe ich eine Quest davon. Die Waldheimer Türme. Ungefähr die Hälfte des Weges. Müsste es eigentlich sein, glaube ich. Grob geschätzt. Jemand da? Nö. Wobei sicher kann man sich da nicht sein. okay. Lassen wir uns mal überraschen, was für einen Drachen wir kriegen. Kühle Luft. Ausdauer ist regeneriert, das ist schön. Ist aber auch immer eine Marschiererei. Möchte auch einmal in dem Spiel hier Kilometergeld kriegen. Das wäre schön. Pro gelaufenen Kilometer 10 Gold. Wäre ich sehr glücklich drüber. So, jetzt müssten wir aber eigentlich schon fast... Ja, nee, fast. Ne? Ich muss nach links.
Wäre diese Richtung, okay. Ihr da, Reisender! Hier drüben! Was? Sprichst du mit mir? Ihr seht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Hilfe! Ich hab mich mit was? Mit was habe ich mich hier jetzt angesteckt? Bin ich jetzt ein Vampir? Nix da. Mal ein bisschen schneller laufen hier. Glaube ich nicht. So. Muss ich gleich jetzt mal gucken, was ich da für eine komische Krankheit jetzt habe. Vampirstaub. Stabwahl. Nehmen wir das mal mit. Hm? So. Gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt? Was? Sanguinare Vampiris. Verringert Gesundheit um 25. Wird zu Vampirismus. Hä? Na toll. Wie werde ich denn den Schrott wieder los? Lasst mich in Ruhe. Das ist ja doof. Man sich denn nochmal vom Vampirismus heilen? Ich weiß ich gar nicht mehr. Okay. Mal eben Bachbarsch gesammelt. So. Jetzt müssten wir aber eigentlich gleich da sein. Da hat wer ein Lager, okay. Jetzt wird es aber interessant hier. Komm, ess noch einen Happen. Hm? Magen ist gefüllt, okay. Welche Pfeile habe ich drin? Wo sind sie denn, die richtigen? Startpfeile, okay. Vielleicht sollte ich die Nordpfeile nehmen, da habe ich mehr von. Vampirismus, ey. Ich höre auch schon einen Drachen. Lass mich in Ruhe. So. Aha. Da hätten wir schon mal den Drachen. Uiuiui. Oh, heiße Quellen. Na komm schon hier rauf. So. Ja. Der landet da. Aber das ist nicht unsere Quest gerade.
Wir sollen hier hin. Wie weit ist denn das noch? Echt? Ist das echt so ein weiter Weg dahin? Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Aber ich will jetzt erstmal da zu der Questmarke hin. Ach, hier gibt's Drachenbaum. Das ist schön. Meine Herren. Toll. Vampirismus. Warum um Himmels Willen muss ich Vampirismus kriegen? Ist doch echt ein Witz. Kühnesheim. Tach, da bin ich. Wir müssen den Grabhügel finden. Wartet. Ja. Da stimmt etwas nicht. Da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache. Er greift an. Wo ist dieser Drache? Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Kommt, beeilt euch. Wir kommen vielleicht zu spät. Nein, wir kommen nicht zu spät. Nie. Nebenbei noch ein paar Blumen pflücken. Wenn wir schon Drachengrab besuchen. Mal ein paar Blumen niederlegen. Ah, da oben. Bei Lorans Augen. Seht euch diesen riesigen Mistkerl an. Der spricht sogar. Mal sehen, was ihr macht. Jetzt wird's spannend. Es geht in der Story weiter. Wo bist du? Bleibt in Deckung. Deswegen sind wir hergekommen. Wir müssen sehen, was geschieht. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab. Das ist schlimmer, als ich dachte. Alduin Turi. Oantit Fokria Srixejun Krusik. Gees Halabnir Karimir. Fullosai Dovaki. Zu Koraf Nid Noldov Doi. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir, Krita, Jore. Passt auf! Oha! Ein Eisdrache. Kommt schon! Der hier gehört mir. Nicht wirklich. Bleibt da unten. Ich bin Salon. Hört meine Stimme und verzweifelt. Komm schon. Dann soll es also ein echter Kampf werden. Aber ja. Na, jetzt hänge ich wieder an einem Stein fest, wie immer. Hä? So. Den hätten wir. Vorsicht, ihr Götter im Himmel!
Ja. Dann seid ihr also wirklich... Ja, bin ich. Ein Drachenblut. Das Drachenblut. Es stimmt, nicht wahr? Ja. Wie kann ich denn schleppen? Lederstiefel? Nö. Boah, das ist aber knapp. Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja, bin ich. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Mhm. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Oh. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Ja. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Ich bin ja schon dabei. Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Hm. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Der hat sogar einen Namen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Hat er das nicht gerade sogar gesagt, wer er hieß? Ich habe diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen, genau. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Die Klinge. Genau. Wer ist das? Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Wer Oblivion kennt, kennt die Klinge. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Das ist eine Aber lange wir haben Zeit. Niemals eines gefunden. Bis heute. Ja dann, heute ist ein Glückstag. Was ist unser nächster Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Komm, erklär mir mal, wer waren die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Mhm. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Denke ich mir. Wieso denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts handfest ist, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Ist jetzt gerade ein bisschen viel Text. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Weshalb sind die Talmoor hinter euch her? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Na dann. Mehr kann ich nicht von dir erfahren. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Und wie kommen wir in die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Ja, kein Treffen Problem. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Immer. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Sehr gut. Diplomatische Immunität. Ah, schön, 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 schön. Gibt es hier noch irgendwas, was man gucken kann? Nicht wirklich, okay. Na denn. Wo genau sind wir denn? Wir sind da. Dann sollten wir nach Kühnestheim.
Jo. Kühnestheim ist in die Richtung. Mal gucken, was wir da machen können. Lecker Pilze. Kühnestheim. Natürlich jetzt gerade mitten in der Nacht? Nee. Hm?